Mit Ärztinnen über die eigene Sexualität zu reden, ist für viele nicht einfach. Bei Männern, die Sex mit Männern haben, kommt hinzu, dass der Sex verstärkt mit Scham besetzt sein und das Sprechen über die sexuelle Orientierung Angst vor Diskriminierung auslösen kann. Dieses Video soll dir dabei helfen, die wichtigen Informationen zu kennen, damit du die für dich individuell wichtigsten Untersuchungen und vielleicht auch Behandlungen einfordern kannst. Zunächst ist es wichtig, dass du dich in der Praxis deines Arztes oder deiner Ärztin wohlfühlst. Frage nach, welche STIs es gibt, was die Symptome sind und wann Routineuntersuchungen ohne Symptome stattfinden sollten und wie oft. Fordere ein, was dir zusteht, zum Beispiel die Hepatitis A und B Impfung oder einen kostenlosen HIV-Test. Beachte hierbei, dass dieser in der Praxis nicht anonym ist. Neben Kondom sind auch die Schutz durch Therapie und die PrEP-Strategien, die vor einer HIV-Infektion schützen. Wir nennen das Safer Sex 3.0. Frag dazu insbesondere zur PrEP in deiner Praxis nach. Mit sexuell übertragbaren Infektionen haben die meisten mal zu tun. Wenn du eine Diagnose bekommst, bist du also kein Einzelfall. Wichtig ist, dass du dich um dich und deine sexuelle Gesundheit kümmerst. Du sorgst für dich, wann du Tests machst, und dafür muss man sich alles andere als schämen.